Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Assassin's Creed Mirage. Und zwar, wir müssen jetzt den Buchwart finden. Der befindet sich im südwestlichen Flügel. Es wird mir aber irgendwie da oben, glaube ich, angezeigt. Jetzt gehen wir hier einfach mal nach oben. Ja, doch, das könnte passen. Da ist sogar ein Fenster auf. So. Dann gehen wir jetzt da mal rein. Okay, das ist auf jeden Fall Sperrgebiet. Die Bibliothek ist gut bewacht. Da muss etwas passiert sein. Die ist gut bewacht. Hier unten sind zwei. Da oben ist aber der andere Stock. Da sieht mich schon wieder einer. Dahinter sind auf jeden Fall auch drei Stück. Okay. Der eine hat zwar jetzt noch Verdacht. Aber sollte passen. Jetzt müssen wir bloß gucken, wie fangen wir jetzt da an. Wen töten wir als erstes? Wer gibt am meisten Sinn? Ich finde dich schon. Wir werden bereit sein. Ich finde dich schon, sagt er. Das glaube ich eher nicht. Okay, da ist eine Luke. Aber da will ich auch nicht reinkommen. So, jetzt ist die Frage. Jetzt gehen wir nochmal raus. Ja, aber andere Weg. Da muss es ja irgendwie hier rein, muss es ja gehen. Weil umsonst ist ja das Fenster nicht auf. So. Die Bibliothek ist gut bewacht. Da muss etwas passiert sein. Sagt ja nochmal, es ist gut bewacht. Ja, das weiß ich. Haben wir jetzt gerade eben schon gehört. Aber jetzt pass auf. Was mir gerade auffällt, hier oben sind noch so Balken. Ah ja, dann komme ich hier auf jeden Fall rüber. Es kommt jetzt halt bloß drauf an, wo der Buchwart ist. Gehe ich jetzt mal hier weiter. Dann rechts. Oh, der sieht mich schon. Da weiter. Perfekt. Dann sieht er mich jetzt nämlich schon wieder nicht mehr. Ist bloß die Frage, wo der Buchwart ist. Aber... entweder... ich will mich jetzt halt auch nicht fallen lassen. Komm jetzt zu fahren, was jetzt hier die richtige... ah, okay, er hebt sich gleich wieder. Weil sonst wäre ich jetzt tot gewesen. Fenster entriegeln. Gehe ich hier raus. Ja, aber hier geht es ja auch nicht rum, oder? Da ist auf jeden Fall niemand. Aber da wird auch alles zu sein. Weil sonst wäre ja das da oben nicht so hingebaut gewesen. So. Ah, da unten sitzt er. Da ist er markiert, okay. Da kommt jetzt auf jeden Fall einer. Den eliminiere ich gleich. Zack. Die andere kriegt dahinter nichts mit. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, dann sehe ich mir von hier mal eine Übersicht. So, das heißt, hier ist einer. Da vorne ist nochmal einer, dahinter ist einer und da ganz hinten ist einer. Jetzt würde ich aber den jetzt erstmal hier eliminieren. In der Hoffnung, dass die anderen nichts mitbekommen. Okay, hat sehr, sehr gut funktioniert. Nehme ich hier die Treppe und gehe wieder nach oben. So, so habe ich auf jeden Fall schon mal eine ausgelöscht. So, der eine andere rennt nämlich die ganze Zeit rum. Der läuft so eine Runde, so wie das aussieht. Und der linke bleibt stehen und der dahinter bleibt auch stehen. Das heißt, ich muss jetzt hier runter. Und wenn er bei mir wieder ist, rüberpfeifen, dann kann ich ihn eliminieren am besten. Würde ich sagen, weil hier der oben sieht mich. Der andere steht da blöd rum. Doch, dann probieren wir das am besten. Ah, da kann ich noch auch drüber klettern. Jetzt pass auf, jetzt tue ich den jetzt erstmal töten. Den pfeife ich her.
Ist da irgendwas? Komm her. Eliminieren. Warte. So, perfekt. So. Das müsste hier der Buchwart sein, in der Hoffnung. Ja, dann kann nicht da so rübergehen. Der ist schon tot, so wie es aussieht, oder? Da ist der Buchwart. Ja, okay. Jetzt muss ich die Leiche untersuchen. Das heißt, er ist schon tot. Runter. Und dann kann ich nämlich mit Dreieck untersuchen drücken. Er hat etwas in der Hand. Stoff vom Gewand einer Frau. Wer ist sie? Er ist tot. Aber er konnte mit seinem Blut noch Manzach schreiben. Ich frage mich. Seltsame Feuer und ein toter Wart. Schrecklich. Ich muss mich beeilen. Okay, jetzt habe ich den Fall nämlich auch gelöst. Jetzt muss ich hier auf jeden Fall wieder raus. Finde heraus, warum der Buchwart diesen Ort mit seinem Blut benannt hat. Okay. Wir sehen aber ober das Zahnrad. 210 Meter. Das heißt, wir müssen hier wieder raus. Am besten hier auf dem schnellsten Weg raus, ohne dass du Probleme kriegst und nix. Pass auf da drüber. Und ich gehe einfach hier runter. Jawohl, perfekt. Ohne Schade zu erlangen. So, jetzt müssen wir halt kurz die 180 Meter rennen. Sollte ja aber... Oh, sollte aber auch kein Problem sein. Okay, ich wusste jetzt nicht, ob die Wache da irgendwann was Blödes macht. Aber ich bin wieder sehr, sehr gut draußen. So, bloß noch 90 Meter. Und dann bin ich mal gespannt. Das ist da drüben. Ah, wollte ich gerade sagen, das ist auch eine Wache. Aber da er nichts gemacht hat... Alles easy. So. Ich halte besser die Augen offen. Erkundungsgebiet. Okay, dann gehe ich. Der läuft da auch so blöd rum. Dann sollte ich hier... Aber ich komme doch auch jetzt hier irgendwo. Wenn ich jetzt probiere, an dem Haus hochzukommen, dann könnte ich gleich den von oben eliminieren. Dann hätte ich nämlich von da meine Ruhe, auf jeden Fall. So, der ist da. Rüber. Ah, eliminieren. Ja. Bevor er nämlich Verdacht schöpft. War das nämlich sehr gut, dass ich ihn noch im letzten Moment bekommen habe. Sonst wäre es blöd gewesen. Bücher bringen dich nicht weit, Mutter gesagt. Werde ich nicht. So, jetzt. Sie hatte so recht. Das Zahnrad ist hier unten an der Tür bestimmt. Da ist bestimmt eine Tür. Das heißt, ich muss den Typ vor der Tür töten. Gehe ich hier rüber. Wir müssen bloß aufpassen. Wir sind in einem Sperrgebiet. Und hier gibt es noch mehr Gegner. Da sind auf jeden Fall zwei. Der dritte ist da unten. Ich werde jetzt einfach mal hier runter. Du lässt mich jetzt in Ruhe. Der sieht mich auch. So. Das heißt, die zwei da drüber. Der eine kommt jetzt, oder? Dann kann ich den gleich eliminieren. Ah, ne, der andere kommt. Nehme ich den. Ah ja, klar, ist sehr ziemlich, ist ja klar. Dann kämpfe ich halt ein bisschen. Was jetzt aber zu viele sein können nachher. Mal gucken. Ah, sowieso der Große. Dann, weg. Dann gehe ich jetzt wieder raus, dann renne ich raus. Weil der Große ist halt echt heftig. Jungs, helft mir doch.
Eine Ehehilfe zu nett, okay, dann lasst's halt. Jetzt renne ich einfach erstmal weg. Weil ich kann ja noch immer wieder hin. So. Dann gehe ich hier irgendwo mal nach oben. Ich muss so verstecken. So, und dann kann ich mir nämlich neue Plan schmieden. Wie ich jetzt da weitermache, weil so wie es aussieht. Da hat mich ein Pfeil erwischt. Ja, jetzt steht die nämlich genau vorm Eingang. Narbe, wie du weißt. Nur etwas weiter links oder rechts. Das ist jetzt gar nicht so gut. Okay, auf jeden Fall habe ich schon mal zwei getötet. Jetzt gehe ich hier unten rum, dass ich noch wieder über das Gebäude reinkomme vielleicht. Da müssen wir jetzt improvisieren. Weil so war das halt eigentlich gar nicht geplant. Aber wir sind ja flexibel und nehmen die Situation, wie sie kommt. So, jetzt müssen wir nämlich gucken, wer überhaupt noch jetzt da ist und wer nicht. Die zwei da drin sind noch da. Der dahinter ist noch da, die vorne sind weg. Soll ich dann vielleicht probieren, ob ich an die Tür komme? Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Ich brauche einen Schlüssel. Okay, der sieht mich. Der sieht mich. Das heißt, wenn ich hier in die mittlere Insel gehe und ihn dann herpfeife. So, ihn herpfeifen. Was denn jetzt? Genau, du kommst her, dann nehme ich dich nämlich hier rein. Wärst du nämlich auch weg. Warte! Zack. So, jetzt kann ich nämlich probieren, dass ich an die Tür komme. So, dann komme ich hier nämlich hin. Tür ist verschlossen. Okay. Ja. Zack. Gut, das bringt mir auch nichts. Das hätte mir vielleicht vorher was gebracht. Finde den Schlüssel für die verschlossene Tür. Okay. Okay. Ist bloß die Frage, wo der Schlüssel ist. Jetzt würde ich den aber da oben auf jeden Fall eliminieren. Dass der mir auch nichts mehr antun kann, wenn ich jetzt hier rumgeister, sage ich jetzt mal. So. Ja. Hey, was? Eliminieren. Zack. So. Tue ich den da drüber auch noch eliminieren. Weil dann müsste ich eigentlich komplett freie Bahn haben von oben. Weil wenn die Leute im Gebäude sind oder so, die sehen mich ja dann nicht. Und sobald ich unten rumrenne, sehen die mich hier von hier oben halt. Deswegen nehme ich dich jetzt auch noch. So. Wo guckt der? Was guckt der? Ah, der ist da auch noch unter. Ah, da ist auch sogar der Typ da unter. Mit dem Schlüssel. Ein Gefangener. Hier. Die Wache hat vielleicht den Schlüssel. Hab doch ein Herz. Der Mann hat seit Tagen nichts Ordentliches gegessen. Wir haben unsere Befehle. Niemand darf zu dem Gast hinein. Der vordere hat den Schlüssel. In einem Haufen Bücher eingesperrt. Ich würde wahnsinnig werden. Jetzt pass auf. Da ist nämlich hier ein Balkon, sehe ich gerade. Und wenn der jetzt da reinkommt, kriege ich ja vielleicht sogar... Oh ja, der kommt hier hoch. Müsste doch der sein mit dem Schlüssel? Jawohl. Ist ja sehr, sehr gut. So, jetzt gehe ich hinter den, töte den. Zack. Dann habe ich nämlich auch automatisch den Schlüssel. Und dann komme ich hier irgendwo hoch. Nee. Muss ich doch irgendwie wieder da nach ganz oben kommen? Jawohl. Aber ich würde jetzt so wieder zurückgehen, wie ich hergekommen bin. Und dann sollte ich normalerweise auch an die Tür kommen. Kann die aufschließen, weil ich den Schlüssel habe.
dann wäre das gar nicht so schlecht. Zack. Hier noch rüber. Klar, immer wegen Verstecker ist vielleicht immer wegen besser. Aber die zwei Wache hier sind auch nicht mehr da. Ah doch, die sind noch da. Okay, aber wir probieren es trotzdem. Tür aufschließen. Töte mich nicht. Bitte, gib mir mehr Zeit. Ich habe es fast gelöst. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um dich zu töten. Was versuchst du da zu lösen? Das Buch. Ich sagte, ich könnte es nicht. Ich kenne die Sprache nicht. Aber sie ließ mir keine Wahl. Wer? Eine Frau namens Sachra. Eine der Gelehrten hier. Was ist das für ein Buch? Wie heißt es? Ich weiß nur, dass eine Schrift verwendet wurde, die ich noch nie gesehen habe. Und ich kenne Hunderte. So wie Sachra davon spricht, ist es eher ein Artefakt oder Relikt als ein Buch. Ich erzählte Lügen über mein Vorankommen, damit sie mich nicht töten. Ich kann kein Wort lesen oder auch nur sagen, ob es überhaupt eine Sprache ist. Wo finde ich Sachra? Ich weiß es nicht. Sie könnte überall in der Stadt sein. Ich will nur nach Hause. In Ordnung. Bring dich in Sicherheit, ehe die Wachen wiederkommen. Hier muss es etwas geben, das mir weiterhilft. Das Buch beunruhigt mich. Ich lasse es besser hier. Dieser Brief des Ordens erwähnt Arin. Ist es eine unschuldige Bemerkung oder etwas Düstereres? Eine so eigenartige Maschine wie diese sah ich bereits in Ahmads Werkstatt. In diesem Brief steht, wo das Anwesen der Gelehrten Sachra ist. Zeit, Sachras Anwesen einen Besuch abzustatten und zu sehen, ob sie zum Orden gehört. Perfekt, dann habe ich den Fall jetzt auch schon gelöst. Wir müssen jetzt hier aus dem Sperrgebiet raus. Aber ich würde sagen, das war es sowieso heute mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen gefallen. Liken, kommentieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.